Der Neunschwanz. Die wahre Form des Bösen, das auf der Oni-Insel haust und die Zerstörung der Ryoshima-Küste anstrebt. Er hat 9 Seelen und 9 Schwänze, die alle selbstständig handeln. Der Legende nach kann man sich gegen den Neunschwanz nur mit dem göttlichen Pinsel verteidigen. Das Verbrennen der Schwänze schwächt ihn vorläufig und ein Blitzschlag auf das Schwert lässt seine Seelen auseinandergehen. Führe den entscheidenden Schlag, wenn die wahre Gestalt des Fuchs sich offenbart. Und hiermit begrüßt euch eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Okami HD mit dem Rematch gegen den neuen Schwanz. Vermutlich der letzte Boss, gegen den wir kämpfen müssen. Und ich habe mir gedacht, ich lese mir einfach vorher schon mal durch. Ach, hi, Asumi, ich gehe gleich auf dich ein, aber ich möchte jetzt alle erstmal was sagen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein dramatischer Entrance, wenn ich das mal von Anfang an mache. Und ja, ich hoffe, es hat geklappt. So, hallo Asumi, was hast du gesagt? Ich habe auf dich gewartet, Okami Amaterasu. Mein flüchtiger Geist wird jeden Moment verschwinden. Ich bin froh, dass ich lange genug durchgehalten habe, um mit dir zu sprechen. Ja, was hast du denn zu sagen? Vor langer, langer Zeit bist du mit Orochi zusammen auf diese Welt gefallen. Dann hast du auf den Auserwählten gewartet, um Orochis Leben zu beenden. Deswegen war sie in der Nähe von Kamiki. Er hat auf Nagi gewartet, oder? Du hast geduldig zahllose Monde abgewartet, bis endlich der Auserwählte Nagi geboren war. Na, habe ich es irgendwie vorweggenommen. Ich habe es aber geahnt. Gemeinsam habt ihr dafür gesorgt, dass das Monster des Mondes von seinem Schicksal ereilt wurde. Das Monster des Mondes? Moment. Kam Orochi vom Mond? Es war dir nicht bewusst, aber das war nur eine Welle im Meer der Finsternis. Es ist genau 100 Jahre her, seit der Legende von Nagi. Das Monster hat in aller Ruhe seine Kräfte in all den Jahren gesammelt, bis Nagis Nachfahren Susanoo dazu benutzt hat, seine Wiederbelebung abzuschließen. Und es versuchte noch einmal, diese Welt zu zerstören. Als du es zerstört hast, begann der nächste Schritt seines Plans. Es verfluchte das Land mit seiner bösen Kraft. Und die Welt wurde schon bald von Monstern aus der Arche überrannt. Das heißt also, alle diese Monster, gegen die wir gekämpft haben, kamen ursprünglich aus der Arche der Yamato. Und dass wir überhaupt durch ganz Nippon reisen mussten, nachdem wir Orochi besiegt hatten, lag einfach nur daran, dass er einen Fluch ausgesprochen hat. Und er hat von Anfang an seine Wiederbelebung 100 Jahre später geplant. Das nenne ich, finde ich. Wow. Orochis böse Essenz war mehr als genug, um sie alle anzutreiben. Ah, kann ich mir vorstellen. Die glimmenden Kräfte der Finsternis verbreiteten sich über... Ah, das sind Lechko und Nechko. Ganz Nippon, und die Welt wurde in einen noch nie dagewesenen Sturm des Chaos geworfen. Und danach? Nun, das hast du ja mit deinen eigenen Augen gesehen. Die bösen Kräfte, welche die von dir besiegten Monstern verließen, haben sich alle hier in der Arche der Yamato gesammelt. Moment, heißt das, wir müssen auch nochmal gegen Lechko und Nechko antreten? Oh, bitte nicht. Die Wurzel des Bösen auszutreiben ist eine gewaltige Aufgabe. Du musst deine Augen offen halten, um zu erkennen, was sich im Zentrum der Dinge befindet. Im Zentrum der Dinge? Im Zentrum? Also, ich kenne hier nur ein Zentrum. Das ist das Zentrum der Arche. Was ist denn da für ein Zeichen? Eine Klaue. Sowas wie eine Hand. Heißt das, ich muss vielleicht... okay, Klauen. Klauen könnte Vögel sein. Heißt, ich müsste vielleicht noch gegen Lechko und Nechko antreten. Oh, nee. Und vor allen Dingen alleine gegen die beiden. Das ist doch scheiße. Weil ja Oki und so nicht dabei sind. Na gut, kümmern wir uns jetzt erst einmal um den neuen Schwanz. Das wird wichtig sein. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Erstmal um die Bedrohung kümmern, die direkt vor uns liegt. Hey, neuen Schwanz, ich habe gehört, dass du... Oh nein. Dieser blöde Fuchs.
dachte, dass man dich vorübergehend verbrennen kann. Das hatte ich jetzt eigentlich gerade vorgehabt. So. Oder muss ich dich von oben anzünden? Ah, jetzt habe ich gerade dich ein bisschen verkohlt. Das ist gut. So. Jetzt brauchen wir einen Blitzschlag. Jetzt hat er sich aufgespalten. So, von da hinten kommen Attacken. Gut. Ah, verflucht. Verdammt, warum habe ich denn das gerade nicht hingekriegt? Wow. Was hast du denn jetzt vor? Ah, du machst wieder dein Schwertchen in die Luft. Ach so, die sind nicht angreifbar. Sondern nur die drei Frauen hier. So, du bist die arme, alte, klapprige Frau. Hm? Moment, war es das schon? Das kann nicht sein. Ah, jetzt ist hier nur noch ein Fuchs. Wow, was spinnt denn hier die Kamera gerade so rum? Sag mal, willst du dich hier gerade selbst erledigen oder was? So, da ist das Schwert und... erledigt! Puh, der ging ja schnell. Das liegt wohl aber auch alles daran, dass ich die Kämpfe schon mal gemacht habe, deswegen... durchschnittliches Resultat, das ist gut. Und jetzt können wir wieder zurück, hm? Ich finde es übrigens toll, wie die ganzen Orte sich immer noch indirekt an die Kampfarenen aus dem Original halten. Das ist irgendwie voll cool. So. Und was jetzt? Jetzt, wo wir die Monster besiegt haben, es sieht nicht mehr so bedrohlich hier aus. Und... hä? Okami Amaterasu! Es hat nach so langer Zeit begonnen. Die Wellen der Finsternis haben nun doch begonnen zu rollen. All die bösen Mächte, ich halte das nicht mehr länger aus. Amaterasu, es gibt da noch eine Sache, die ich dir sagen muss. Der Mann vom Mondstamm mit dem goldenen Haar. Ich möchte, dass du etwas zu ihm sagst. Die göttlichen Wesen werden niemals vergessen, wie er an deiner Seite gekämpft hatte, als Orochi angegriffen hat. Wir werden ihm für immer dankbar sein. Okay, also, ein Mann vom Mondstamm mit goldenem Haar. Mhm, ich kann mir denken, wer es ist. Hat mit uns gegen Orochi gekämpft. Dann irgendwie ist das mit der Arche der Yamato passiert, während Amaterasu schon mit Orochi runtergefallen war. Also die göttlichen Wesen sind geflohen in der Arche. Und dann in der Arche sind die dann... naja. Also sie sind dann runtergefallen und das alles. Also... meine Vermutung ist immer noch, Waka ist vom Mondstamm und deswegen, weil er hat blonde Haare, man hat zumindest einen blonden Haaransatz gesehen, er hat diese komischen Öhrchen.
die nicht ganz so aussehen wie die von den himmlischen Wesen, aber doch so ähnlich. Es kann aber auch nur eine Haube sein, die so ähnlich aussieht. Er hat besondere Kräfte. Er spricht ein bisschen anders. Er hat auch Anglizismen sehr viel benutzt und sowas. Also, ich habe so die Vermutung, dass das alles auf Wacker hindeutet. Vor allen Dingen, weil Wacker hier die einzige Person ist, die da noch ist. So, ich möchte jetzt nochmal die Vorräte aufstocken, denn ich habe nicht vor, jetzt gleich zum nächsten Kampf vorzugehen. Hat einfach was damit zu tun, wenn das jetzt tatsächlich schon entweder zu Lechku und Nechku oder zum Endboss geht. Wer weiß, kann ja sein. Dann will ich wenigstens nochmal schneiden. So, Dämonenzähne. Und ich möchte mich auch vorbereitet haben. Selbst wenn es gegen Lechku und Nechku nur geht, ich möchte mich vorbereitet haben, weil ich habe Angst vor diesen Eulen. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe Angst vor diesen Eulen. Und schade, ich habe die Friedensglocke nicht mehr gekriegt. Was soll's? Na gut, ich würde dann sagen, ich beende hier sogar noch den Part. Und ja, im nächsten Part gehen wir da durch dieses Portal und entweder führt uns das schon zum Endboss oder es führt uns, was weiß ich, zu Lechku und Nechku oder irgendwo anders hin. Vielleicht müssen wir noch die ganze Arche erkunden. Who knows? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja blind. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.